So ihr Lieben, es gibt Neuigkeiten, was den zweiten Trailer zu Godzilla Kong angeht. Wir hatten das Thema ja im letzten Video schon mal besprochen gehabt, wo ich erklärt habe, warum der Trailer zu Godzilla Kong jetzt doch nicht am Super Bowl erscheint. Da gibt es eben einen ganz einfachen Grund, eben das Finanzielle, wäre einfach ein zu großer finanzieller Aufwand für ein Franchise wie das Monsterverse, das dann doch immer mit einzelnen Filmen nicht wirklich als Riesenerfolg gilt, zumindest in finanzieller Sicht. Aus diesem Grund hat man sich eben dagegen entschieden, einen Trailer zum Super Bowl zu schalten. Letzte Gerüchte, die wir eben auch in meinem letzten Video besprochen haben, gingen noch ganz stark davon aus, dass der Trailer nun also vorm Super Bowl erscheint. Das bedeutet, wir bekommen Godzilla Kong Trailer 2 vor dem Super Bowl und dann während des Super Bowls dann eben noch einen kleinen Clip, der uns hier und da dann auch kleine Neuheiten zeigt, und das wäre jetzt dann so der finale Godzilla Kong Werbekontent, den wir dann vor dem großen Release des Films bekommen. Ja, Pustekuchen, jetzt gab es die nächste Meldung von einer relativ vertrauenswürdigen Quelle. Ich habe jetzt inzwischen so viele Quellen, ich bin extrem gespannt drauf. Wenn der Film wirklich draußen ist, oder auch wenn Trailer 2 erscheint, dann können wir das alles mal überprüfen. Dann könnt ihr sagen, ey Tobi, deine Quellen sind ziemlich gut. Oder vielleicht muss ich dann auch sagen, okay, das war alles kompletter Humbug. Denn in diesem Video jetzt hier besprechen wir den kompletten zweiten Trailer, ohne ihn gesehen zu haben. Das heißt, es könnte hier Spoiler für Trailer 2 geben. Allerdings kann das, was ihr jetzt hier in dem Video erfahrt, auch genauso gut eben nicht in Trailer 2 enthalten sein. Ich kann euch nur so viel sagen, dass es eine, ich will einfach sagen, relativ vertrauenswürdige Quelle gibt, die zumindest behauptet, dass sie mit am Trailer zu Godzilla Kong geschnitten hat, also am zweiten Trailer. Und diese Quelle hat nun eben veröffentlicht, wann der Trailer erscheinen soll, was wir da drin zu sehen bekommen, wie lang der Trailer geht. Und genau darüber reden wir jetzt hier in diesem Video. Das heißt, ey, wenn es ganz blöd läuft, sind das jetzt hier wirklich Spoiler. Und das taucht alles genauso im Trailer später auf. Aber wie gesagt, eventuell eben auch nicht. So, das nur ganz kurz zum Hinweis. Wir starten jetzt rein und reden darüber, was möglicherweise im zweiten Trailer zu Godzilla Kong zu sehen sein wird und eben auch, wann der Trailer jetzt nach Aussagen eben dieser Quelle, wann der Trailer wirklich erscheinen soll. In diesem Sinne fangen wir an. Meine Warnung habt ihr auf jeden Fall. Mögliche Spoiler eventuell. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich glaube, gerade für die Leute, die eben sagen, ich würde jetzt ganz gerne mal hören, wann der Trailer angeblich jetzt wirklich rauskommt, will mir aber noch nicht sagen lassen, was dann eben da drin zu sehen ist. Für die Leute fange ich jetzt erst einmal an, darüber zu sprechen, wann der Film angeblich jetzt gedroppt werden soll. Denn sämtliche Daten, die wir davor erhalten haben, sind laut diesem Leak, laut dieser Quelle, nämlich falsch. Wir bekommen den Trailer weder vor dem Super Bowl, noch während dem Super Bowl, sondern erst nach dem Super Bowl. Und zwar genau um den 15. Februar rum. Also so genau ist das Ganze jetzt gar nicht. Es wurde aber eben nur geschrieben um den 15. Februar herum. Das heißt, 14., 15. oder 16. Februar, an einem von diesen drei Tagen, soll der Trailer offiziell gedroppt werden. Da sich Warner Brothers dazu auch schon geäußert hatte und eben den Super Bowl Trailer ausgeschlossen hat, eben aufgrund der finanziellen Leistung, die da erbracht werden müsste, das sind beim Super Bowl, wer es nicht weiß, 30 Sekunden Werbung sind 7 Millionen Dollar. Das heißt, wenn ihr vielleicht Bock habt, Werbung beim Super Bowl zu schalten, vielleicht auch für meinen Kanal, dann haut rein. Aber nein, Spaß beiseite, das ist auf jeden Fall der offizielle Grund, warum wir den Trailer nicht zum Super Bowl bekommen. Dass der Trailer dann eben nicht vorm Super Bowl kommt. Das kann alle möglichen Gründe haben, da habe ich jetzt gar nichts drüber erfahren, ist im Endeffekt auch irrelevant. Laut dem Leak soll der Trailer, wie gesagt, um den 15. Februar herum erscheinen. Folgende Informationen wurden ebenfalls noch gedroppt, also sofern die eben dann auch stimmen sollten. Der Trailer wird um die 50 Sekunden lang gehen. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wie lang der erste Trailer gegangen ist. Ich werde es hier gerade mal einblenden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der zweite dann länger oder kürzer ist als der erste. Aber 50 Sekunden ist auf jeden Fall schon sportlich. Und ich habe es ja im anderen Video auch schon erwähnt oder eben gerade auch nochmal, wenn man sich überlegt, 30 Sekunden wären 7 Millionen Dollar. Das würde sich dann sehr wahrscheinlich nicht lohnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Monsterverse an sich nicht so extrem rentabel ist, was das Finanzielle anging. Die Filme haben, glaube ich, relativ knapp, jeder dieser Filme hat relativ knapp die Spanne überschritten, um als Erfolg zu gelten, als finanzieller Erfolg zu gelten. Ich habe das auch schon mal in einem Video davor erwähnt, dass wenn ein Film 30 Millionen mehr einnimmt, als er gekostet hat, gilt er immer noch als offizieller Flop. Eben aus dem Grund, da man die Werbekosten auch noch mit draufrechnen muss. Das würde jetzt hiermit also Sinn ergeben, dass der Trailer aber eben länger als 30 Sekunden lang dauern wird. Das war uns wahrscheinlich allen klar. Und 50 Sekunden, finde ich, ist eine
gute Zeit, um, naja, uns diesmal vielleicht ein bisschen mehr von der Story zu zeigen. Was erfahren wir aber laut diesem Leak im Trailer? Wir werden wesentlich mehr Szenen mit Godzilla und Kong haben. Und ja, der Trailer soll wohl auch mehr oder weniger chronologisch erzählen, was dann auch mit Kongs Arm passiert ist. Wir sollen mehr Szenen mit dem Original-Godzilla sehen, eben bevor er in diese Evolved-Form kommt. Was meine Theorie wieder so ein bisschen stützt, dass diese ganze Evolved-Sache wohl erst relativ am Ende passiert. Dass, wenn das wirklich so ist, dann verstehe ich nicht, warum das im Trailer drin war, aber es gibt eben Trailer, die sowas eben rausbringen. Wisst ihr noch, der Trailer zu Terminator 5, wo es einen einzigen Twist gegeben hat im gesamten Film und den haben sie einfach im Trailer verraten. Das war eine ziemlich coole Sache, hat auf jeden Fall nichts versaut. Das könnte ich mir jetzt hier auch vorstellen. Auf jeden Fall sollen wir in dem neuen Trailer wesentlich mehr Szenen mit Godzilla und Kong bekommen. Ebenfalls sollen, und jetzt können wir können jetzt wirklich meine Quelle auf die Nieren testen, ob das wirklich so stimmt. Laut dieser Quelle sollen genau 3 Sekunden, es wird hier explizit von 3 Sekunden geredet, sollen wir 3 Sekunden Bildmaterial bekommen von einem Kampf zwischen Scar King und Kong in der Hollow Earth. Was die Theorie dann wieder unterstreichen würde, dass die beiden eben schon mal gegeneinander kämpfen, eben in der Hollow Earth und dann dabei irgendwas mit Kongs Arm passiert, er auf jeden Fall dann den Kampf gegen Scar King verliert. Alleine weil das eben schon so eine explizite Angabe ist mit 3 Sekunden, irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte was dran sein, aber ich habe es jetzt am Anfang oft genug erwähnt und oft genug darauf hingewiesen, es kann sein, es kann aber eben auch nicht sein. Des Weiteren sagt der Leak ebenfalls noch eine sehr, sehr, sehr spannende Sache und erklärt auch dann, warum das so sein soll. Wir werden Shimo im 2. Trailer nicht zu Gesicht bekommen. Das ist eine Sache, ich habe das schon mal auf YouTube in dem Community-Post gepostet, wo ihr auch gesagt habt, ja, auf der einen Seite finde ich das sehr gut, auf der anderen Seite aber irgendwie dann doch sehr blöd und es gibt laut dem Leak auch einfach einen Grund dafür. Shimo soll eine ähnliche Einführung bekommen und jetzt wirklich tief durchatmen, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wie Smaug aus der Hobbit. Also für die Leute, die die Hobbit-Filme vielleicht nicht kennen, mit Smaug war das damals so ähnlich gewesen. Wir hatten im Trailer zwar Smaug hier und da mal so ein bisschen gesehen, aber eben nie komplett oder auch nie das komplett fertige Design von Smaug, das im ersten Trailer zum Beispiel, das war noch nicht das finale Design. Und damit hat man dann eben auch sehr, sehr lange gespielt. Wie wird er dann wirklich rüberkommen? Wie wird er sich dann später anhören? Nur haben wir da eben dann noch kleine Brocken mal im Trailer erhalten. Wir sollen jetzt allerdings hier nichts von Shimo sehen, damit wir dann im späteren Film wirklich, naja, überrascht sein sollen, wie dieses Tier wohl rüberkommt. Und ey, ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das Design angeht, ob ich es jetzt cool finde oder irgendwie nicht. Der ist ja so zum Teil Godzilla wohl, da gibt es auch die ersten. Ich kann das Wort Leak langsam auch nicht mehr hören. Aber es gibt die ersten Leaks von Leuten eben auch auf der offiziellen Godzilla-Facebook-Seite, wo dann eben davon gesprochen wird, ja, Shimo ist irgendwie eine Art Ur-Godzilla. Zumindest diese Theorie ist nah dran, wurde behauptet. Irgendwie in die Richtung geht das dann wohl doch. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Shimo dann doch einen sehr pompösen Auftritt haben könnte und man den vielleicht auch erst, naja, vielleicht so im letzten Drittel des Films wirklich sieht. Obwohl ich immer noch davon ausgehe, dass Godzilla eigentlich von Shimo eingefroren wird. Naja, was wissen wir jetzt noch? Kleine Info, die jetzt nicht unbedingt was spoilert, die aber sehr witzig ist für all die Leute, die andauernd schreien, jetzt ist Godzilla auch Vogue, weil der ist jetzt ja pink. Wir haben jetzt eine offizielle Antwort, warum Godzilla wirklich pink ist. Es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass der Produzent des Films bei den Rückenplatten von Godzilla weder an Godzilla Millennium gedacht hat, noch daran, dass Godzilla jetzt ein Weibchen gewesen ist, weil pink ist ja alles gleich weiblich. Nee, die Uridee ist eigentlich gewesen, dass die Platten von Godzilla hinten die Farben der Polarlichter darstellen soll. Und ja, es gibt ja verschiedene Polarlichterfarben und ich werde sie gerade mal einblenden. Diese Farben hier, diese lila-pinken Polarlichterfarben, die sollten Godzilla widerspiegeln. Das ist eine Designentscheidung, die vielleicht später im Film nochmal Sinn ergeben könnte, aufgrund einer Sache, die ich auch schon mit euch besprochen hatte. Ich werde darauf nicht eingehen aus Gründen. Auf jeden Fall ist das eben der Grund, warum Godzillas Platten pink sind. Ach so ja, und des Weiteren soll der 2. Trailer zu Godzilla Kong natürlich auch noch das offizielle Kinostartdatum preisgeben. Und auch hier sagt der Leak, obwohl es bisher hieß, dass der Film ja auf März vorverschoben wurde, nein, der Trailer wird ankündigen, dass der Film Anfang April in die Kinos kommt. Ey, wir haben jetzt hier wirklich Sachen, wie gesagt, ich kann jetzt hiermit die Quelle, die ich habe, extrem gut überprüfen, was dann da wirklich bei rumkommt, was eben auch stimmen könnte.
oder eben was auch nicht. Jetzt bist wie immer du gefragt, schreib mir mal deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Hört sich die ganze Nummer für dich plausibel an? Hast du vielleicht auch schon davon gehört? Ich meine, diesen Leak, der ist ja überall im Internet gerade auf Hochtouren am geteilt werden. Oder sagst du, nee, ich finde das Ganze irgendwie ein bisschen komisch. Sag mir auch gerne mal warum. Ich bin auf jeden Fall auf deine Meinung gespannt und für heute bin ich raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.